So, yo, hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, heute gibt es mal endlich wieder ein Gameplay-Commentary. Und ja, gab es schon lange nicht mehr auf meinem Kanal, aber ja, heute ist mal wieder zu Glück. Und zwar sogar mit Black Ops 2 im Hintergrund. Ja, genau, und schreibt es mir aber bitte in die Kommentare, was ihr besser findet. Black Ops 2 oder AW. Das würde mich gerne interessieren. Und ja. Holy shit, Alter. Leute. Stromausfall. Leute, es geht wieder, Alter. Halleluja. Stromausfall. Ey, das war ja der größte Schock gerade meines Lebens. Auf einmal geht hier mein Licht aus, alles. Ich sitze hier nur noch mit meinem Laptop da. PS3 geht aus, super. Kann mir wieder anmachen, ich wollte gerade zocken danach dem Video. Aber ja, das war der größte Fail meines Lebens. Aber, scheiß Fernseher geht auch aus. Ja, egal. Okay Leute, dann fangen wir gleich mal an. Und zwar habt ihr das ja sicher schon im Titel gelesen, also wer nicht, das ist ein bisschen... Also wer sich nicht das Titel durchliest, liest, der, ja, keine Ahnung, was mit dem ist. Auf jeden Fall sehe ich gerade, ja, egal. Also Leute, ja, Titel ist ja in der Schule eingesperrt. Und ja, ich glaube, jeder weiß, dass am Freitag Sonnenfinsternis war. Jeder hat es irgendwie gefeiert. Und ja, da war ja, die war ja leider während der Schulzeit. Und unsere Schule war natürlich wieder mal richtig schlau und richtig, richtig klug einfach nur. Die hat uns, den Schülern, haben sie gesagt, also die Sonnenfinsternis wäre eigentlich in der Pause bei uns gewesen. So, wo der Höhepunkt war oder so, oder dass man sie gesehen hätte. Ja, und es war so, dann kam kurz vor der Pause, Leute, eine Durchsage. Wegen der Sonnenfinsternis ist die Pause heute im Haus. Es war so schönes Wetter, Leute, wirklich. Keiner durfte raus und die haben uns einfach im Schulhaus Pause machen lassen. Es war einfach so dumm. Sie haben uns in der Schule gehalten und haben uns nicht rausgelassen, obwohl welche so Leute ein paar eine Brille dabei hatten für die Sonnenfinsternis. Ja, genau. Und war einfach so dumm, Leute. Und ist da, wenn man es verbietet, ist natürlich noch cooler, irgendwie rauszustürmen in den Pausenhof und ja, dass man dann das einfach macht. Aber ja, dann haben sich irgendwie alle Schüler irgendwie durch die Fenster wollten sie schauen, die Sonnenfinsternis anschauen. Oder keiner irgendwie die verrücktesten Ideen. Sie sind aufs Schulklo, haben in den Kabinen, waren Fenster, haben sie durch das Fenster geschaut. Schon so dumm eigentlich. Oder ja, dann sind wir in die Schule neben uns gegangen, Leute. Wir sind ernsthaft von unserer Schule, also an meiner Realschule, ist die hängt an noch einer Hauptschule dran, sozusagen. Da ist dann so ein Übergang, da kann man durch und dann ist dort Hauptschule. Und dann sind wir ernsthaft in die Hauptschule rübergegangen, sind da, haben uns da Fenster gesucht irgendwie, da war so ein geiles großes Fenster irgendwie. Ja, und haben wir da irgendwie durchgeschaut, einfach nur dumm eigentlich. Haben uns da Auswege gesucht, wie wir die Scheiße mal sehen können. Eigentlich war es ja ziemlich nice, es mal zu sehen. Ich dachte, ich hatte schon meine Sonnenfinsternis gesehen, aber irgendwie war ja gar keine die letzten Jahre. Also seitdem ich auf der Welt bin, nur 1999, aber da bin ich ja erst geboren. Aber ja, was soll's. War eigentlich ganz lustig, die ganze Situation, wie sie uns da im Schulhaus gehalten haben und einfach keine rausgelassen haben. Ihre Begründung war dafür ja, sie können es nicht
garantieren, dass einer auch nur kurz ohne Brille in die Sonne schaut, weil er es mal sehen will. Und deshalb darf keiner raus. Und es war einfach so dumm. Weil man auch Vollgas in die Sonne reinschaut, ey. Wie blöd muss man da eigentlich sein, dass man sowas tut? Ich weiß es nicht, wie dumm man da sein muss, aber. Ja, mein Gott. Was soll man machen? Ja, Leute. Aber ja. Zum Glück war ich da auch wieder aktiv am Start hier, weil ich war die Woche irgendwie richtig schlecht beieinander. Und am Freitag, Donnerstag, Freitag, glaube ich, nee, Freitag konnte ich wieder in Schule gehen. Hat alles passt. Dann hatte unsere Lehrerin, gell? Leute, wo die Sonnenfinsternis angefangen hat, um 9:30 oder so, ja. Sie hat dann mit uns einen Livestream angeschaut von der Sonnenfinsternis. Also das war so unspektakulär. Ich weiß nicht, wer es auch gesehen hat. Wer das gesehen hat, der weiß, wie langweilig das einfach nur war. Und ist einfach so dumm, einen Livestream von Sonnenfinsternis anschauen, wo eigentlich gar nichts passiert. Es war einfach nur ein weißer Boppel. Es sah aus wie Mond. Es sah wirklich aus wie der Mond. Der war einfach zur Hälfte. Es war einfach ein halber Mond sozusagen. Es war so unspektakulär und mit der Zeit, so nach einer Stunde war es mal ein bisschen weiter. Gefühlt nach einer Stunde war es ein bisschen weiter. Aber ja, die Stunde war eigentlich nur zum Labern. Den Livestream habe ich mir nicht angeschaut, richtig. War zu langweilig. Aber ja. Ah, so dumm einfach nur. Und dann haben wir uns natürlich hier mit einer Brille, habe ich mir natürlich eine Brille geschnorrt und mit der angeschaut. War eigentlich ganz nice, wie schon gesagt. Und ja, ich denke, dann war es das von dem Video jetzt. Wem es gefallen hat oder bei wem es genauso war, dass die Schule also eigentlich rausgelassen hat in der Pause, der schreibt es doch auch mal in die Kommentare, würde mich interessieren, bei wem das auch so war. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ciao, Leute.